Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft. Das letzte Mal haben wir, die Küche gemacht sozusagen und ein bisschen hier rumgeräumt, also Holzdinger hingesetzt. Ja, und da würde ich jetzt mal sagen, dass wir jetzt auch mal wieder was anderes machen. Einfach, dass sich das im Großen und Ganzen nicht mehr nicht so stark aufeinander sammelt. Wir können aber mal so ein bisschen was machen. Es muss ja nicht immer alles auf einmal sein. Und ja, von daher denke ich mal, gehen wir jetzt doch mal langsam in der Höhle. Auch damit es für euch so ein bisschen spannender bleibt. Ich denke, das ist eine ganz gute Idee. So, dafür haben wir jetzt erstmal schon mal Nahrung. Ja, so, dann würde ich sagen, dass das voll ist. Was ist hier eigentlich alles drin? Pass mal auf, dann gucken wir gleich mal. So, Fackeln haben wir sowieso 32. Ne? Und dann würde ich sagen, okay, wir... Wisst ihr was? Haben wir so ein paar weniger Äxte bei, aber auch egal. Das braucht man nicht. Für Holz nehmen wir. Komm, wir nehmen hier so ein 64er Stack mit. Einfach zur Sicherheit. Was war hier drin? Nichts. Okay. Hier kommt das Glas rein. Und ein Schwert werden wir natürlich auch brauchen. Haben wir denn noch Eisen? Wir haben. Das ist, ach, und wir haben hier auch noch ein zweites Schwert. Naja, so schlecht geht's uns doch gar nicht. Dann würde ich mal sagen, machen wir uns aber trotzdem noch ein paar Spitzhacken. Die Frage ist nur, wie viele? Ich würde sagen, na gut, 9, na gut. Ich denke mal, ist akzeptabel von der Menge her. Auch gar nicht groß übertrieben oder so. Das ist alles kontrolliert berechnet gewesen. So, die machen wir dahin. Schaufel müssten wir dann auch noch welche haben. Ich suche jetzt keine groß sicher. Wie viel machen wir? 2. Machen wir noch eine? Haben wir 4, davon eine angefangene. Ja, warum eigentlich nicht? Es ist, ja. So, packen wir hier das Eisen rein, da die Stickies. So, das sortieren wir uns hier so ein bisschen zurecht. Das Brot kommt dorthin. Halt, das kommt dorthin. Die Hacke können wir erstmal da hinsetzen. Dann setzen wir da das Schwert hin, da die Dings, da das. Das kann auch erstmal, wir können so gut wie gar nichts mitnehmen. Na gut, erstmal egal. So, und dann, ich würde ja schon bis zum nächsten Tag warten, wartet mal, da gibt es doch sicher was von Ratio Farm, gute Preise, gute Besserung. So, ich weiß zwar nicht, wo wir jetzt groß hinziehen werden, aber für den Anfang würde ich das Bett, ja, gute Frage. Ich würde sagen, wir packen das Bett jetzt erstmal hier hin. So, und dann schlafen wir natürlich schön, so wie sich das alles schön gehört. Ja. Und dann würde ich sagen, da wir in einer Höhle gehen, machen wir auf einfach, komm, einfach ist, ja. Nein, was mache ich denn hier? Einfach ist halt einfach, ne? Wenn einfach, einfach, einfach wäre, dann wäre einfach, einfach, einfach. Merkt euch diesen Satz, der bringt euch sicher nicht weiter, aber dann kennt ihr ihn. So, ist alles da. Gut, dann würde ich sagen, go to Höhle. Oder wie auch immer das auf Englisch heißen mag. Ist mir eigentlich Piepe mit Wumpe. Ich habe eh keine Ahnung. So. Hallo Kaninchen, hallo Hähnchen.
So, wir gehen immer in dieselbe. Ich weiß nicht, ob wir hier noch ein paar offene Stellen hatten. Wir gehen hier jetzt einfach mal runter und gucken. Ich weiß auch gar nicht, ob das so gut ist, wenn wir hier einfach irgendwie nur komplett runterstürmen. Waren wir denn schon in allen Regionen? Nein, waren wir nicht. Nein, waren wir nicht. So. Aufgrund der Musik werde ich hier natürlich jetzt keine Zombies oder sowas hören. Wir gucken erstmal hier so ein bisschen nach. Ob wir hier so... Da ist Lava. Da können wir ja gleich mal gucken. Ich glaube, da ist noch mehr Lava. Da oben geht es auch noch lang. Okay. Und da geht es auch noch lang. Oh Mann. Oh Gott. Na, hier geht es ja überall rein. Ich hoffe nur, dass es auch gut runtergeht, weil wir brauchen natürlich Diamanten. Oh Gott. Gut, hier sieht es ein bisschen sicher aus. Um Himmels Willen. Und ich höre aufgrund der Musik hier gar nichts. Das ist absolut tödlich. Ja. Geh mal in einer Höhle, auch wenn du keine Monster-Sounds anhast oder zumindest ziemlich leise. Das ist eine sehr gute Idee. Macht sie bitte alle nach. Das bringt euch sehr viel. Oh Gott, wo geht's denn da hin? Weit runter. Ja, sehr schön. Haben wir das auch mal geklärt? Gut, dann, wie ist was? Hier haben wir jetzt so ein bisschen schon verschwendet. Da brauchen wir mal wieder was von, gerade auch Kohle. Nutzen wir die Gelegenheit hier einfach mal aus. Oh Gott, was? Euer Ernst? Haben wir jetzt so viele Fackeln schon verballert? Wir hatten 32 Stück. Eieiei, das ist, ja, sehr schön. Ich will nicht mutwillig überall reinlaufen, aber wir müssen wahrscheinlich. Sicher? Naja, so relativ. Auf jeden Fall geht es dort runter. Oh Gott. Ob wir sicher irgendwo runterkommen würden, wenn wir hier. Ich glaube eher nicht. Da müssten wir einen anderen Weg finden, da das hier jetzt einigermaßen sicher wirkt. Machen wir jetzt auch erstmal Fackeln. Ja, gut. So. Ne? Und dann so. Okay, ein bisschen haben wir jetzt wieder, aber es wird nicht ausreichen. Definitiv nicht. Aber da ist noch... Siehst du, können wir ja alles mitnehmen. Das nehmen wir auch alles mit, weil das brauchen wir einfach. Wir haben jetzt in letzter Zeit viel verbraucht. Ja, das ist hier sehr beruhigend, die ganze Lage. Okay, da ist immer noch was. Und da geht's noch weiter. Okay. Dann machen wir hier auch gleich mal, pass auf, dann machen wir hier. Ne? Ganz easy, ganz geschält. So, und weiter geht's.
So, und dann hoffe ich mal, dass wir Diamanten kriegen und dass wir dann natürlich auch rauskommen, ne? Irgendwie lebend. Aber Diamanten, ich guck mal, auf welcher Ebene wir gerade sind. Wir sind gerade auf Ebene. Wo war denn das? 43, kann das sein? Ich weiß nicht. Ich glaube ja. So, und ich glaube erst ab Ebene 10 oder sowas kommen Diamanten, ne? So, den lassen wir hier zum Hochspringen. Ja, gut. Dann gucken wir uns weiter um und machen nebenbei die Kohle hier matsch. Ja, was kann man groß erzählen? Welche Team? Ja, ich weiß gar nicht. Wieder mal, welche Überraschung. Ich glaube, mein Hauptthema wird eigentlich... Ups. Mein Hauptthema wird wahrscheinlich so sein, Themen, die man nicht hat. Ich glaube, das wird ein sinnvolles, / sinnfreies Thema für sämtliche Let's Plays sein. Thema und Ahnungslosigkeit in meinen Let's Plays. Ich glaube, das ist innovativ, definitiv, weil auf die Idee kam sicher vor mir noch bestimmt keiner. Okay. Ach, und da ist noch wieder mehr Lava. Na, das ist ja cool. Pass mal auf. Wenn wir hier schon die Höhle auseinandernehmen. War hier nicht noch irgendwo Eisen? Fragezeichen. Na, ist ja auch egal, dann nehmen wir halt die Kohle hier mit. Weiter hinten Richtung Lava war welche, das habe ich gesehen. Aber ich dachte, hier ist auch noch was. Naja. So. Ja, Themen. Wo waren wir stehen? Ach ja, innovative Themen in meinem Let's Play. Und innovativ war ja in dem Fall die Ahnungslosigkeit. Ja, genau. Ich bin der Meinung, das kann man sehr gut und sehr fest ausbauen. Ich habe da so eine strukturierte Vorplanung, wie ich denn strukturiert weit. Da geht's raus. Weiter keine Ahnung haben kann, über was denn man so sprechen soll. Das Problem liegt natürlich wie immer nicht an mir, sondern eher an allen anderen. Wisst ihr, es gibt so viele Let's Plays, so viele Leute. Alle haben sie irgendwelche Themen und alle haben sie irgendwie schon mal dasselbe geredet, beziehungsweise dasselbe Thema angesprochen oder ausgesprochen und drüber philosophiert und geredet. Und ja, da fällt es dann irgendwann schwer, sich irgendwas rauszusuchen, weil im Grunde wurde eigentlich schon alles mal irgendwo gesagt. Und von daher ist das ein bisschen schwer, ein passendes Thema zu finden. Da ich ja selbst auch einige Let's Plays gucke, halte ich mich da auch ein bisschen bedeckt, weil es soll ja nicht heißen, der hat jetzt da und da abgeguckt, der hat das und das gemacht vor dir und Blarkeks und du hast da jetzt... Auf sowas will ich mich eigentlich gar nicht einlassen. Übrigens im Hintergrund gerade das Lied von Digimon, Staffel 1 mit Misong. Ja, auf jeden Fall, das ist das Problem. Es gibt viele Let's Plays und sicher auch von Minecraft und Co. Ich glaube, die wenigsten gucken sich bei mir jetzt noch speziell irgendein Let's Play zu Minecraft an, weil es einfach alles und jeder schon hat. Und selbst in anderen Let's Plays von mir, wo ich der Meinung bin, hey, ich spiele jetzt, sagen wir mal, The Forest, aber was soll ich da sagen? Der Rest, der hat das doch auch schon alles getan. Irgendwelche Themen angesprochen, die Älteren, die dabei sind, die haben nicht nur in The Forest die Themen angesprochen, die haben es auch schon in anderen Spielen angesprochen.
bestimmt nicht nur einmal, sondern schon mehrfach und